Meine Damen und Herren, wir werden die Raumfahrt und Luft- und Raumfahrt wieder zu einer bayerischen Schlüsseltechnologie machen und gründen für die Raumfahrt eine eigene Fakultät an der TU in Ottobrunn. Im Mittelpunkt steht dabei ein neues bayerisches Raumfahrtsprogramm. Bavaria One, Ziel ist dabei die Entwicklung unbemannter, suborbitaler Flugkörper, Erdbeobachtung und Quantensensorik. Und nach vielen Gesprächen mit Wissenschaftlern gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir beginnen erstmals mit der Entwicklung eines sogenannten Quantencomputers. Das sind die Computer von übermorgen. Meine Damen und Herren, der Anspruch, der da dahinter steht, heißt, wir wollen nicht mit Bremen oder Berlin konkurrieren, sondern mit dem Silicon Valley, und das schaffen wir damit, und das ist unser Ziel und Anspruch. Denn wir in Bayern, liebe Abgehalfterte, Abgeordnete, waren immer schon die Garanten für Stillstand mit Vollgas, für ein Vorwärts ins Gestern, für eine schnelle, ungelenke Rolle rückwärts in die Zukunft. We will make Bavaria great again, und zwar in the whole universe. Unser Ziel ist es, das ist schon bald, vom Raketenbahnhof auf München in den Hauptbahnhof einsteigen und in 10 Minuten mit der Stoiber Rapid Flugbahn von der Innenstadt in nur 10 Minuten auf dem Mars einchecken. Denn Realitätsverweigerung, Irrsinn und Großmannssucht sind und bleiben bayerische Schlüsseltechnologien. Silicon Valley liegt nicht in den amerikanischen Staaten von USA, sondern immer schon im Dekolleté von Claudia Effenberg bei uns in München. Und sobald wir an der TU hinter Fotzing endlich stabiles Internet haben, werden wir unseren super-duper-Quantencomputer anstöpseln und danach mit dieselgetriebenen Raumschiffen ohne verschissene Feinstaubplakette das Weltall erobern. So, ja. Und als Beweis habe ich für Sie hier den Captain Schorsch von der Bavaria One aus der Zukunft herbeamen lassen. Na los, Schorsch. Energie. Ja, hierher. Ja, ja, guten Tag miteinander. Ich bin der Captain Schorsch vom Orsch, von der Bavaria One. Und ich komme von zu Hause, aus der Zukunft, aus dem Jahr 2025, um ganz genau zu sein. Nachmittags, ja. Und da hat Bayern eine gigantische Raumfahrtflotte und einen eigenen Computer. Ich habe ein paar Aufnahmen mitgebracht. Die können wir, schauen Sie mal selbst da. Aha, interessant, Herr Weltraumkapitän. Aber haben Sie denn auch einen Beweis, dass Sie wirklich aus der Zukunft kommen? Hä? Also sagen wir doch mal, wer wird im Jahr 2025 deutscher Meister? Der FC Bayern natürlich. Ich meine, wer sonst, oder? Ja, keine weiteren Fragen. Ich denke, wir sind alle überzeugt. Ja, danke. Ja, und fürs ja, kriegst du euch später. So, lassen Sie mich schließen mit den Worten. Wir werden den modernsten jodelnden Supercomputer der Welt bauen. Mit Zapfanlage. Wir werden eine Obergrenze für Alien-Invasionen durchsetzen. Eine UFO-Maut einführen und nicht eher ruhen, bis am Eingang eines jeden Planeten ein Kruzifix hängt. Denn wir sind das Bayern mit den dicken Eiern, meine Damen und Herren. The Big Ball Bavarians. Und das werden wir nicht nur der Welt beweisen, sondern the whole fucking universe. Vielen Dank und Gott schütze Bayern. Schon vor 10 Jahren, schon 2008, 2009 hieß es, wir müssen zum Beispiel uns um den Breitbandausbau kümmern. Ja, aber da ist aber nicht so sehr viel geschehen. Also Digitalisierung ist doch nicht nur der Breitbandausbau. Aber der ist wichtig. Ich sehe mein Natürlich ist der wichtig, aber mir geht es nicht nur darum, dass wir die Infrastruktur haben, die brauchen wir, die Technik ist aber auch das, was letztendlich funktionieren wird. Mein Thema ist nicht, funktioniert jetzt hier die Straße und funktioniert jetzt auch da die digitale Anbindung? Ja, aber mein Thema wäre schon, ob ich ein schnelles Internet habe, vor allen Dingen als Mittelständler im ländlichen Raum zum Beispiel. Das ist ja hanebüchen, was für eine Diaspora die Bundesrepublik da ist, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Gigabit-Programm für unsere Gewerbegebiete. Aber das Thema muss doch sein, kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch mal autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit, auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können? Das ja, aber bevor Themen, ich mit einem Flugtaxi durch die Gegend will, hätte ich gerne erst mal mehr als zum Beispiel so durchschnittlich 15 Megabit pro Sekunde in meinem Internet. Das wird mir schon sehr viel helfen. Ja, aber da sehen Sie, Sie diskutieren schon wieder über den Status quo. Ich diskutiere darüber, wo müssen wir in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren stehen, digital, um tatsächlich da auch Champions League zu spielen, um Weltmeister sein zu können. Um den Pott nach Hause zu bringen und nicht immer nur draufgesetzt zu werden. Und darum sollten wir uns auch nicht immer nur um die sehr langweilige Realität kümmern, sondern lieber mal bei einer Maß Prosecco darüber fantasieren, was einfach schön wäre, wenn man es hätte. Also so wie zum Beispiel einen fliegenden Segway betankt mit Einhorn-Diesel, mit dem man zum Super Lidl in den Wolken düsen und mit dem Gleitkaufwagen durch die Gänge können kann. Auch nach Feierabend. Ja? Das wäre doch herrlich. Ja, ja, aber solange bei uns noch nicht mal die allergrundlegendsten Dinge funktionieren, ist es doch müßig, sich in Science Fiction zu ergehen. Wenn wir in Berlin nicht mal einen Flughafen gebaut bekommen, brauchen wir auch noch nicht über Kita-Plätze in Raumstationen zu philosophieren. Bei drohenden Fahrverboten für Dieselfahrzeuge sehe ich auch noch kein Flugtaxi fliegen oder so, ja, etwas. Sehen Sie, da sind Sie halt noch immer in der Vergangenheit und hören Status Quo. Ich habe schon die neuen Bravo-Hits 2018 und schaue die Champions League auf meinem tragbaren Fernseher mit Zimmerantenne. Sie vom ZDF sind die mentale Steinzeit, die Spinnweben im digitalen Netz, der Papierstau im Faxgerät. Aber wir von der CSU, wir sind the future. We are young and crazy and shit. Und wir sind durch die SS, also durch Söder und Seehofer, auch ganz eng mit dem lieben Gott. Wir sitzen mit dem Hintern fest im Mittelalter, aber mit dem Gamsbart am Trachtenhut kitzeln wir der Zukunft an den Füßen. Wir sind unserer Zeit so schnell voraus, dass wir mit dem Kopf schon wieder in der Vergangenheit sind. Nun gut, Frau Bär, ohne funktionierendes Internet, Strom und fließend Wasser werden wir es trotzdem schwer haben, im internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Sogar im afrikanischen Busch und Armenien hat man einen besseren Netzempfang als in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und deswegen haben wir ja auch eine Diskussionsrunde gegründet und damit den Breitarsch-Ausbau weiter vorangetrieben. Eine autonom befahrbare Infrastruktur beschlossen und wir haben eine Kommission gegründet, die dafür sorgt, dass wirklich ganz schnell und mit voller Energie von all diesen dringenden und akuten Problemen durch albern irrwitzige Zukunftsvisionen abgelenkt wird, damit keiner mitkriegt, wie erbärmlich es bei uns wirklich aussieht. Ja, ja, nun eher weniger erfreuliche Aussichten, aber so ungefähr habe ich mir das alles vorgestellt. Wir danken für das Gespräch, Frau Bär. Bitte gerne. Und denken Sie immer daran, who knows the future better than you, the motherfucking CSU. Ade.